Bisse kö seg Ulafstall ha am Land, déi be Probleme wie Cybermobbing oder aner Probleme am Internet hëlleffe kann. Mir wollte wëssen, wéi de jong haute Star sech am Internet zerecht fannen an ob Cybermobbing, Sexting oder nach aner Themen als ha am Land die Welt betreffen. Also vielleicht müssen wir sagen, dass wir als Bisecure keine genügend Statistiken heute rüber feiern, das ist ab 10 Jahren gesehen, dass das schwer so ist. Wir werden aber auch sagen, dass wir ja als Bisecure Helpline, wo ihr anrufen könnt, wenn ihr eine Frage zu den neuen Technologien und zum Internet und so weiter und so fort tut. Und da sind die drei Themen, die, also da zählt Cybermobbing als Hacksting direkt nun E-Crime zu den Themen, wenn es denen wir am meisten kontaktiert gehen. Was ist das Cybermobbing? Also ich verstehe nicht den Begriff, dass Leute am Internet gemobbt gehen. Von irgendeinem oder einem Cluster-Gag mit einem Einzelnen mischt. Kann der Erfolg für Cybermobbing oder war der selber schon betroffen? Ich meine nicht, dass ich selber der Fall, also dass der Denker bei mir der Fall war. Also so ein Fall, wie das zum Beispiel für Leute den Gag über eine Person, wenn es etwas gemacht hat, kann ich schon, aber ich selber war noch nie an dem Fall. Ich kenne noch keinen Fall und ich war auch noch nie an dem Fall. Ich denke aber, dass also ich meine, wie Mobbing, das geht schon immer, durch das Cybermobbing, wir haben keine Zölle für zu sagen, dass das mehr oft der Fall ist, mit dem eine ganz andere Envergure gekriegt. Heutzutage geht es nicht als Schüler oder auch als Jugendlichen heim, und dass ich nicht mehr mit Problem mit Mobbing konfrontiert, aber auch zu heim hat in den Handy, sozialen Netzwerken und das dass ich permanent mein Problem und dass ich permanent Opfer und kann ich gar nicht aufschalten. Die meisten Schüler und Eltern müssen die B-Secure kennen. Ist das dann auch so, dass Junker ihre Service wirklich nutzen? Weil sie wissen ja auch, dass sie sich echt dabei so Probleme nicht fremden vertrauen will. Wie sind eure Erfahrungen? Ob der B-Secure Helpline hat mir 2019 24% Jugendliche und 3% Kinder, die sich gemeldet haben. Aber auch da, wenn sie aus dem Alter nicht so sind, freuen wir auch nicht explizit noch. Sowieso B-Secure, wir arbeiten vor allem an der Sensibilisation, das heißt, wir arbeiten präventiv. Und da legen wir den, an unseren Schulungen natürlich auch den Jungen und den Kindern auch und Herz, sich an ihrem Umfeld, an sehr viele Freunde, am Freundeskreis oder auch an der Familie, einer Person uns zu vertrauen. Aber wenn sie mit dem Thema sich nicht wohlfühlen, da mit einer bekannten Vertrauensperson zu schwätzen, in dem Moment dann, da bist du hier Helpline anzurufen, an hier froh oder ihre Problem mit denen anonym und vertrauensvoll zu beschwätzen. Was hält ihr davon, wenn ihr Nudes checkt oder gescheckt kriegt? Ich fange mal damit an, wenn ein Mädchen zum Beispiel einen jungen Nudes checkt. Also ich fand, das schütt vor allem selber über los. Mich fand, dass das bisschen das Mädchen sich auf den Präsentierteller lädt. Ich denke, jeder im Sein, jeder mischt, was er will. Warst du schon an dem Fall oder kannst du ihn, den an dem Fall war? Also ich war schon an dem Fall, mir sind sie aber nicht weitergeschickt. Ich habe noch nie News geschickt und schon auch noch nie verschickt. Also ich habe da schon so viele Junge geschickt oder so, mit die Kinder so geblockt oder so. Ich war auch schon an dem Fall, aber ich habe sie dann auch nicht weitergeschickt, weil ich halt respektlos vis-à-vis von der Person vorne, wo sie geschickt wird. Was wäre dann eher rot für die Jungen? Also beim Sexting so mir an der Regel, dass ich gar nicht soll, Fotos von sich so verschicken. Wir wissen aber auch, dass ihr das so seht und dass aber ganz, ganz viele Jugendliche es machen. Keine garantiert ist, dass ihr die Fotos ganz weit löschen. Und wenn die ein bis an den Umlauf könnt, ein am Internet ist, dann kriegt ihr sie nicht mehr durchruf. Das heißt, unser Rot ist, macht es gar nicht. Guckt, wann ihr es macht, dass ihr nicht erkennbar seid. Für ist halt wenigstens ein Minimum, wann es da geschehen, werde ich keinen wünschen, dass er als besser geschützt sind.